Leiselheim wartet noch auf den ersten Punkt. Ihm würde ich es zutrauen. Anker für Leiselheim gegen Julian Mohr, den Linkshänder von NSU Neckars Ulm. Der wartet allerdings auch noch auf einen Einzelsieg. Relativ klare Niederlage gegen Dennis Dickert im ersten Spiel Neckars Ulm gegen Hilfolstein. Gehörte in seiner Jugendzeit durchaus zur deutschen Spitze. Der ganz große Durchbruch ist noch nicht da. Spielt aber stabil in der zweiten Bundesliga. Neckars Ulm. Oder ist es die dritte? Ich weiß gar nicht, ob die nicht mal abgestiegen oder aufgestiegen sind, wie auch immer. Ich erinnere mich, dass ich ihn mal in der dritten Bundesliga gegen Feldrich gesehen habe. Da gibt es auch ein Video auf YouTube, Reinhard Spandischer, Feldrich gegen Neckars Ulm mit Julian Mohr. Jetzt kommt auch der Schiri ins Spiel. Werner Andres. Und 0:0, also das erste Spiel ging durch Jens Schabacker nach Neckars Ulm. Jetzt 0:0, Julian Mohr schlägt auf gegen Anker. Spiel Nummer 2 in dieser Pokalbegegnung. Thank you.
Ai, mă! Ai trei aminte greșești cu el.